Wisst ihr, in welchem Land sich das tiefste Loch der Welt befindet oder was ein Purser ist? Und wie viele Nachbarländer hat eigentlich nochmal Italien? Fragen wie diese wollen wir heute im besten Fall richtig beantworten bei der neuen Travelbook Quizshow bei Wer schlägt den Erdkundeprofi? Wir befinden uns hier im 25 Hours Hotel im Bikini Berlin und wir haben heute eine Kandidatin zu Gast, die im weitesten Sinne aus der Welt des Reisens kommt. Und sie stellt sich heute in 5 Runden unserem Erdkunde-Profi. Hier ist Sebastian Klussmann. Herzlich willkommen. Applaus. Hallo, mein Lieber. Hallo. Ich grüße dich. Du bist professioneller Quizspieler. Du bist amtierender Quiz-Europameister. Du hast ein Buch geschrieben für bessere Allgemeinbildung. Du sprichst nicht weniger als 5 Sprachen, darunter Japanisch und Chinesisch. Wie soll es auch anders sein? Und du liebst es selbstverständlich zu reisen. Herzlich willkommen. Lieber Sebastian, unser Erdkunde-Profi, Dankeschön. Hast du denn für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen einen Tipp, wie man sich Allgemeinwissen im besten Fall möglichst schnell aneignet? Möglichst schnell? Also erstens, Allgemeinwissen aneignen ist ein Marathon, das heißt, es ist relativ schwierig so möglichst schnell. Aber es gibt so gewisse Lifehacks, die ich gerne nutze. Ich nenne das Wissenshacks. Beispielsweise, wenn man so durch die Straßen läuft, mal gucken, wo kommt denn der Straßenname her? Und schon entdeckt man interessante Persönlichkeiten, Orte, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat und schlägt sie nach. Das sind so kleine Sachen, die man in den Alltag integrieren kann. Auch ich bin ja hier, um zu lernen und das habe ich gerade wieder einmal getan, dank dir. Vielen Dank, lieber Sebastian, gerne. Wir freuen uns. Und bevor wir gleich unsere Herausforderin vorstellen, einmal die Info, dass sowohl vor als auch hinter der Kamera bei uns alle negativ auf Corona getestet wurden. Das heißt, ihr braucht euch um uns, bitteschön, keine Sorgen machen. Alles in Ordnung. Und jetzt kommt unsere Kandidatin, unsere Herausforderin. Hier ist Jana Heinisch. Buongiorno. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich. Du bist ja im besten Sinne eine gute alte Bekannte von uns hier bei Travelbook. Du hast eine Kolumne geschrieben. Wo genau rum ging es da? Ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich hier eingeladen wurde. Ich habe für euch eine Kolumne geschrieben über das Fliegen insbesondere, weil ich Flugbegleiterin war viele Jahre lang und man natürlich da auch so viele Anekdoten, viele interessante Geschichten hinter der Flugzeugtür zu erzählen hat und das kam immer ganz gut an. Ich stelle das den Kandidatinnen und Kandidaten immer sehr gerne, diese Frage. Bist du jemand, der auf den Reisen durch Europa, durch die Welt viel mitnimmt, also an Wissen auch, oder sagst du, okay, ist für mich ein Job, rein, raus? Das kommt ganz auf die Reise an. Also natürlich gibt es auch mal Reisen, wo man sagt, ich möchte einfach vielleicht nur an den Strand und in der Sonne brutzeln und mache nicht viel Kultur, aber ich bin schon eher der Typ, der sagt, ich möchte auch wissen, wo befinde ich mich da, wie leben da die Menschen, die dort aufgewachsen sind und so, also da nimmt man schon ein bisschen was mit. Mittlerweile bist du ja nicht nur in der Kabine tätig, sondern du hast auch eine eigene Pilot- bzw. Pilotin-Lizenz. Du kannst fliegen. Wie kam es dazu? Hast du gesagt, okay, das reicht mir jetzt nicht mehr, hier quasi die Gäste zu versorgen, sondern ich möchte jetzt auch nach vorne? Nee, gar nicht, dass mir das nicht mehr gereicht hat. Meine Airline ist insolvent gegangen und da kam dann privat ganz viel Veränderung. Ich bin umgezogen, anderer Standort und ich habe aber gemerkt, das Fliegen an sich fehlt mir schon. Also diese Zeit, die man in der Luft verbringt, auf die Erde hinunterschaut und diese ganze Technik, die auch mit dem Fliegen zusammenhängt. Und ich war schon immer ein großer Fan von Herausforderungen und dann habe ich gesagt, naja Mensch, dann fliege ich das Ding halt selbst. Habe mich angemeldet bei einer Flugschule und jetzt bist du hier und Herausforderung ist auch genau das Stichwort, denn es geht jetzt los. Wir kommen zur ersten Runde, wir kommen zur Schnellraterunde. Ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Jeder von euch bekommt gleich 30 Sekunden Zeit. In diesen 30 Sekunden geht es darum, möglichst viele Fragen im besten Fall richtig zu beantworten. Solltet ihr falsch antworten, ist es insofern kein Problem, als dass ihr keine Minuspunkte bekommt, aber die Frage ist dann raus. Wenn ihr euch unsicher seid und ihr der Meinung seid, ihr könntet die Frage vielleicht mit ein bisschen Abstand doch noch beantworten, stellen wir die Frage hinten an und sofern noch Zeit übrig ist, stellen wir die Frage dann nochmal und vielleicht wisst ihr es dann. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, wie gesagt, und ich würde sagen, wir starten mit dir, liebe Jana. Bereit? Ja. Irgendwelche Fragen? Hey, die hast du, ja. Gut, dann legen wir los mit Runde 1, mit der Schnellraterunde. Welche ist nach Einwohnern die größte Stadt der Kanaren? Weiter.
Welches Land hat das Kfz-Kennzeichen ZA? Weiter. Wie heißt die Währung in Brasilien? Weiter. Hat das Land Laos eine Küste? Ja. Nein. Welcher ist der größte komplett in Deutschland liegende See? Komm. Komm. Weiter. Welcher ist der höchste Berg Spaniens? Boah, das war aber ne, das war aber mies. Jetzt sag mal den See, den musst du mir jetzt mal eben sagen. Die Müritz. Sehr gut. Wirklich? Viele sagen Müritzsee, das ist ein Teil. Die Müritz. Wir gehen das ganz kurz durch. Also du siehst, es ist wirklich höchstes Level. Und man darf hier ja auch nicht so lange überlegen. Das ist furchtbar. Weißt du, du sitzt dann da so und denkst, wie war das denn noch? Du willst ja auch nichts Falsches sagen, damit der Punkt nicht weg ist. Und dann hast du auch noch den amtierenden Quiz-Europameister hier gegenüber sitzen. Wir gehen die Fragen einmal kurz durch. Welche ist nach Einwohnern die größte Stadt der Kanaren? Es wäre Las Palmas gewesen auf Gran Canaria. Welches Land hat das Kfz-Kennzeichen ZA? Es wäre Südafrika, also Südafrika gewesen. Hättest du das gewusst? Vielleicht geraten, aber es war sehr schwer. Das war mit die schwerste Frage. Also Währung in Brasilien, Real. Laos hat keine Küste. Müritz haben wir gerade gesagt, größter See in Deutschland. Und der höchste Berg in Spanien ist der Pico del Teide. Teide. Also auf Teneriffa. Ne? Das ist natürlich schwierig, wenn man über Spanien nachdenkt und der sich eigentlich da auf der Insel befindet. Du siehst, der macht sich gleich zu Beginn unserer kleinen Sendung hier sympathisch. Ich war mal drauf dran. Er hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Liebe Jana, es sind noch genug Punkte zu holen, deswegen mach dir bitte keine Sorgen. Atme einmal tief durch. Jetzt soll erstmal der Quiz-Europameister, unser Erdkunde-Profi, beweisen. Ist die Latte noch im Bild? Dass er diese Titel wirklich zu Recht innehat. Wir warten wieder auf den Buzzer und dann geht es los mit Sebastian. In welchem Bundesland liegt die Stadt Pirna? Sachsen. Korrekt. Wie heißt die Hauptstadt des Benin? Porto Novo. Korrekt. Auf welcher Insel liegt die Stadt Jakarta? Insel Java. Korrekt. Von welchem Land ist Lesotho umschlossen? Südafrika. Korrekt. Welches Land hat die Telefonvorwahl 007? Russland. Das ist korrekt. In welchem Bundesland liegt Kühlungsborn? Ach du, Mecklenburg-Vorpommern. Korrekt. Hat Formentera einen Flughafen? Ja. Nein. Nein. Aber es war nicht mehr drin. Jetzt legt er hier auch noch so los, Jana. Stimmt, da muss man mit dem. Ich möchte mich ja fast entschuldigen, aber er ist voll okay. Ich hab das auch nicht anders erwartet. Ich wäre auch sehr enttäuscht gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Er ist in Bestform. Ja, Sebastian, wir gehen kurz durch. Viel durchzugehen gibt's ja nicht, weil du eigentlich alle Fragen richtig beantwortet hast. Formentera hat allerdings keinen. Den müssen wir noch bauen. Da geht's dann, soweit ich weiß, nach Ibiza und von dort rüber dann mit der Fähre. Du hast 5, 6 Punkte gesammelt. Das ist fast unangenehm. Aber gut, ich hoffe, du schämst dich ein wenig. Ich glaube, dir ist es am unangenehmsten gerade. Das ist okay. Ich glaube auch. Jana, wir sammeln noch Punkte. In dieser Runde gab es leider keine Punkte für dich. Aber das macht nichts, weil wir noch genügend Runden in petto haben. Und wir kommen zur nächsten Runde. Wir kommen zum Fotoquiz. Ich erkläre wieder kurz, worum es geht. Ihr kennt ja einige Orte dieser Welt, die allein aufgrund irgendwelcher Bauten relativ schnell zu erkennen sind, wenn man diese auf Fotos sieht. Ich denke da an den Eiffelturm in Paris oder die Grachten in Amsterdam. Ja, in Hamburg ist es mittlerweile die Elbphilharmonie oder der Hafen. Also Orte, die relativ schnell zu erkennen sind. Und diese Beispiele werden wir auf jeden Fall nicht zeigen, weil das könnte ich vielleicht beantworten. Ihr bekommt es mit etwas schwierigeren Orten bzw. Bildern zu tun. Ihr tut mir gleich den Gefallen, wenn ihr diesen Ort oder das Foto, was gleich auf diesem Bildschirm vor euch erscheint, dann drückt ihr auf den Buzzer bitte und sagt mir bitte, wo dieses Foto entstanden ist. Ja, im besten Fall, ich frage nach Ländern und Städten. Sollte nach einer Stadt gefragt sein und ihr wisst diese Stadt nicht, sondern nur das Land, würde ich das im Zweifel auch gelten lassen, okay? Achtung, wenn ihr drückt und ihr wisst es nicht, kriegt der Gegner bzw. die Gegnerin den Punkt. Okay? Mhm. Gut, wir legen los. Keine weiteren Fragen? Nope. Dann würde ich gerne wissen, auf dem ersten Foto ist welche Stadt zu sehen? Budapest. Das ist korrekt. Eine schöne Parlamente auf der rechten Das ist Seite. Eine sehr schöne Stadt. Dort bin ich auch schon einmal gewesen auf einem Junggesellenabschied. Und ich wundere mich gerade, dass ich dieses Foto trotzdem erkannt hätte. Jana, alles gut. Wir haben das nächste Foto in petto. In welchem Land steht dieses Gebäude?
ist die Türkei. Es ist leider falsch. Es ist in Indien und weißt du, was es ist, Sebastian? Ich dachte, es wäre in Istanbul. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig, muss man dazu sagen, weil es ein Foto ist, was man so selten sieht. Andere Seite sehr, von Taj Mahal. Das ist korrekt. Okay, aber das ist wirklich fies. Es ne? ist sehr, sehr fies. Ja. Nächste Frage. Auch hier bitte kurz überlegen. Auch dieses Foto ist nicht leicht. Diese Info okay. habe ich aus der Redaktion erhalten. In welchem Land wurde dieses Foto gemacht? Kleiner, ja, klein, größerer Wasserfall. Ach, ich meine, wir können ja jetzt auch mal irgendwas raten, ne? So. Probieren wir es mal. Schweiz. Was ist dort zu sehen? Vom Rheinfall. Rheinfall von? Vom Rhein. Das ist leider korrekt. Von mir, nein, es von ist mir. Der Rheinfall. Props. Nicht von dir, sondern von Schaffhausen, der okay. leider in der Schweiz liegt und das damit korrekt ist. Und Sebastian diese Runde mit 2 Punkten abschließt, wenn ich das 3 Punkten abschließt. Ich habe einen noch. Schön, aber das war wirklich tricky. Aber es ist süß, wie er jetzt mir versucht, noch ein gutes Gefühl zu geben. Also danke du dafür. Du gehst damit nein. sehr gut um. Er ist wirklich in bestechender Form, das sei an dieser Stelle gesagt. Aber es sind noch einige. Ich kann das ja auch einschätzen, dass die Fragen wirklich anspruchsvoll sind. Ja? Also da hat die Redaktion sich hier auch einige schwere Bilder ausgesucht. Lass dich nicht voll quatschen. Es ist fies. Runde 3, Weltspeisen erraten. Es wird kulinarisch. Ihr bekommt gleich von mir jeweils eine Speise, eine kleine Leckerei serviert. Ich möchte euch bitten, dass ihr ein bisschen riecht, dass ihr ein bisschen schmeckt und mir dann im allerbesten Fall sagt, wie diese Speise, wie dieses kleine Gericht heißt und vor allem auch, wo es herkommt. Jeweils gibt es dafür einen Punkt, das heißt maximal könnt ihr 2 Punkte ergattern. Ihr seht nichts. Der Gegner bzw. die Gegnerin, die nicht dran ist, die hört auch nichts oder der hört auch nichts. Sprich, es geht wirklich nur ums Schmecken und nur ums Riechen. Ich würde jetzt meinen Kollegen Thorsten bitten, mir einmal die Utensilien reinzubringen. Stilecht präsentiert von unserem Kollegen Thorsten. Vielen Dank. Genau. Ich sehe da draußen, ihr klatscht auch alle mit. Das ist schön. Also, Essen ist vorhanden. Jetzt fehlen nur noch Sicht- und Hörschutz auch. Das bekommen wir sofort. Noch alles gut, Jana? All fine. Gut. Punktestand kurz vor Runde Nummer 3. Den Punkt brauche ich jetzt, wenigstens für mein Ego. 9:0 für unseren Erdkunde-Profi. Wer muss denn zuerst? Ich würde sagen, dass Sebastian jetzt einmal anfängt. Ich fange an. Gib mir mal den Kopfhörer. Genau. Ach so, keine du Musik. Du führst mit 9:0. Dann hat die liebe Jana jetzt noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe zu finden. Okay. Ja, ich gebe dir hier den Kopfhörer, den setzt du bitte auf. Sebastian, du siehst nichts mehr. Ich hebe die Kuppe ab und gebe dir einen Löffel mit einer Speise, deren Namen du mir gleich hoffentlich nicht sagen kannst. Sag mal. Eine Ahnung? Geruch? Noch nicht. Aber ich glaube. Nee. Diese Bilder sind doch für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit sitzt er da in seinem Tiger-Dschungel-Anzug. Oh. Oh. Und was kaut vor sich hin. Sorry. Eieiei. Also schon mal gegessen, das ist ja dann immer. Bestimmt. Nicht ganz unwichtig. Also käsig, ne? Irgendwie so. Käse. Hm. Welches Land eine ungefähre Einschätzung? Das ist ganz komisch, weil so Stückchen und was. Also langsam mal die Idee äußern, zum Abschluss kommen. Nee, ich werde mich aber, glaube ich, ärgern. Okay. Aber. Schieß los in 3. Zwei. Oh, jetzt kam noch irgendwie am Ende nochmal. Was war denn das? Kümmel? Egal, ich sage jetzt einfach, weil da so viel Käse herkommt. Frankreich und irgendein Käse aus Frankreich. Ich weiß nicht. Konsistenzmäßig sind wir dabei. Frankreich und es ist. Weiß ich nicht. Camembert ist. Camembert. Muss ich auch was sagen. Das ist leider beides falsch. Boah, nee. Was ist das? Es wäre Oberster aus Bayern. Nein, wirklich? Ja.
Ich nehme dir den Löffel ab. Du kannst nein, auch, aber das war so. Du kannst auch deinen Sichtschutz abnehmen. Nein, das habe ich erst gedacht, aber es war sehr mild. Es war wahnsinnig mild. Das ist doch auch schön. Oh. Ich tippe die liebe Jana an. Genau. Kannst die Kopfhörer absetzen, mir die Kopfhörer gerne geben. Sichtschutz bitte auflassen. Ja. Genau. Ich würde dich bitten, diesen Löffel entgegenzunehmen, den ich dir jetzt gebe. Genau. Ist fest, also du musst gar nicht so vorsichtig okay. sein. Und jetzt würde ich dich bitten, zu riechen, zu schmecken und mir dann hoffentlich zu sagen, um was für eine Speise es sich handelt. Also es riecht wie irgendwas Herzhaftes. Es könnte irgendwas mit Käse sein. Okay. Ungefähre Ahnung, aus welcher Region dieser Welt der kommen könnte. Nee, kann ich dir noch nicht sagen. Also auf jeden Fall Käse. Leicht krümelig. Schon mal gegessen? Weiß ich nicht. Ist da noch was drauf? Ja, ne? Ja, ja. Geschmacksintensiv. Geschmacksintensiv. Nicht zu scharf. Also er ist schon... Er ist nicht so hart, eher halt, weich. Okay. Es ist halt wirklich gemein, wenn du nichts siehst. Die Frage ist ja, ist er in dieser Konsistenz, wie der jetzt hier auf dem Löffel ist, wird er immer so praktisch angereicht? Oder? Ich glaube, dass ich dir diesen Tipp geben darf, ja. Also du, es ist immer in dieser Konsistenz zu finden. In Supermärkten. Ey, Leute. Ich schmeckt voll gut. Ja, das glaube ich. Habt ihr noch was da? Was hast du gesagt? Habt ihr noch was da? Ich frage die Redaktion gleich, da kommt sicherlich noch jemand auf dich zu. Ich würde dich bitten, so langsam zu einer Antwort zu kommen. Schmeckt gut tatsächlich. 3, 2, 1. Sage mir, was auf deinem Löffel war. Ich sage, das ist ein französischer Weichkäse. Ein französischer Weichkäse, das ähnelt ziemlich dem, was unser Erdkundeprofi gerade gesagt hat, ist aber leider falsch. Es dreht sich hier, ich nehme dir den Löffel ab, du kannst den Sichtschutz gerne abnehmen, es dreht sich hier um Oberstdorf aus Bayern, sprich aus Deutschland. Ich bin großer Oberstdorf-Fan ja. und ich wundere mich gerade wirklich, also dass ihr das nicht... erkannt habt, aber ich stelle es mir sehr schwer vor, dann wirklich ohne Augen. Naja, aber die Konsistenz ja, aber ich kenne ihn schärfer, also nicht so mild, und ich kenne ihn also weniger krümelig. Wie Krümel. Ja, es war sehr, sehr stark. Es hat zwar auch nicht zu dem Käse, den ich genannt habe, gepasst, aber das letzte Mal, dass ich das gegessen habe, war in Tschechien und da waren überhaupt keine drin. Aber vielleicht war es die tschechische Variante. Ich würde sagen, wir geben diese offensichtliche Kritik einfach weiter an unsere liebe Redaktion. Beim nächsten Mal dann bitte an der frische Theke sehen. Oberstdorf besorgen. So, kurzer Zwischenstand. Es hat sich nicht viel getan. Keine Punkte in dieser Runde. 9:0 weiterhin für unseren Erdkunde-Profi. Du hast noch 2 Runden Zeit, um fleißig Punkte zu sammeln. Es geht jetzt in unsere 4. Runde. Wir kommen zur Dart-Weltkarte. Schon mal gedartet? Ja, wie würdest du dich da so einschätzen? Kannst du das? So ähnlich wie meine Erdkundefähigkeiten bis jetzt. Das wollen wir nicht hoffen. Gefährlich. Bitte alle zur Seite treten. Also ich erkläre euch kurz, worum es geht. Ihr findet dort eine Weltkarte. Diese Weltkarte ist unterteilt in 2 verschiedene Farben. Die türkisen Farben, die türkis eingefärbten Länder gilt es zu treffen und mir dann zu nennen, welches Land ihr getroffen habt. Es gibt Ländergrenzen, allerdings natürlich keine Länderbeschriftungen. Die roten eingefärbten Länder sind aus dem Spiel raus, aufgrund der Tatsache, dass die sehr groß sind und auch sehr leicht zu erkennen sind. Ich nenne sie kurz. Es geht um Kanada, die USA, Brasilien, Grönland, Russland, China und Australien. Die also bitte nicht anvisieren, sondern bitte die türkisen Länder. Okay? Für das Werfen habt ihr 3 Versuche. Ich gebe euch einen Dart-Pfeil und innerhalb dieser 3 Versuche müsst ihr dann wirklich auch ein Land, welches sich im Spiel befindet, treffen. Sonst gibt es leider keine Punkte. Sobald ihr ein Land getroffen habt, müsst ihr mir dieses dann auch nennen. Sollte es falsch sein, kriegt ihr zwar keinen Punkt, aber der Gegner immerhin dann auch nicht. Okay, das heißt der Mitleidspunkt. Der Mitleidspunkt, genau. Ich würde bitten, dass Jana startet. Du kannst dir die Farbe aussuchen. Team Gelb, genau. Das ist eine gute. Stell dich dort bitte an die Linie, 3 Meter Entfernung. Auch an dieser Stelle sei noch einmal gesagt, es ist nicht die klassische
Dart-Entfernung. Es ist mehr. Wie viel ist die klassische Dart-Entfernung? 2,37. Ich hoffe, das stimmt. 2,37. Ich hoffe, das stimmt. Wir werden das an dieser Stelle einfach mal nicht überprüfen. In jedem Fall sind diese 3 Meter sehr weit. Also gerne mit Schmackes, mit Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, das kannst du und vor allem, das hast du. Bitte schön, liebe Jana. Das war knapp. Ich gebe dir einen neuen Pfeil. Du hast noch 2 Versuche. Zeit, um ein Land zu treffen. Ja. Nee, das ist knapp rot. Nee. Oh. Aber der Wurf. Das war also. Der Wurf macht jetzt Mut. Oh Mann, Leute, ey. Ihr habt ein Highlight hier, 0-Runde. Nein, nein. Komm. Könnt ihr gute Pressearbeit mitmachen? Jesus! Aber Moment, da muss ich mir gerade fast auf die russische Insel getroffen, ne? Falls hier wieder Besserwisser irgendwo kommentieren. Novaya Semya, da ist eine russische Insel in Türkis. Ne? Schön, dass du auch mit Wissen glänzt, gar nicht gefragt ist. Nein, also, Jana, es tut die mir leid. Kommen, sorry. Es tut mir leid, aber die Würfe waren mit Schmackes. Du kannst definitiv Daten. Wie knapp das hier war. Das ist aber auch echt fies, ne? Ich kann dich noch kurz bitten, deine Pfeile einmal aus der Karte zu ziehen. Ja. Aus Fairnessgründen wollen wir unserem Erdkunde-Profi natürlich auch den entsprechenden Platz geben. So, stilecht präsentiert den ersten Wurf jetzt unser Erdkunde-Profi. Bitte schön, lieber Sebastian. Das ist, glaube ich, knapp getroffen. Schau einmal kurz nach. Ist drauf. Ganz ehrlich. Ist auf der Linie. Meinst du wirklich? Ich gucke auch einmal kurz nach. Es ist in der Bucht. Genau die Bucht. Es ist genau in die Bucht getroffen. Oder? Ja, das ist ein Close-Up. Lieber Thorsten, aus der Redaktion, bitte schaue einmal nach. Es ist nicht türkis. Bitte um deinen zweiten Versuch. Eieiei. Aber es war sehr knapp. Da fehlte jegliche Kraft. Ja. Das sollte geklappt haben. Und es auch, sieht nach einem Land aus, von dem ich ausgehe, dass er es leider weiß. Nee, Moment, aber wir sind nicht in Griechenland, sondern in, und jetzt, ganz wichtig, Nordmazedonien. Nordmazedonien, so leicht dann doch formerly nicht. Known as Mazedonien. Wir haben es leider bestätigt bekommen, es ist Nordmazedonien und deswegen geht der Punkt in dieser Runde an Sebastian. Gratulation. Erzähl mal, was wäre denn die Bucht gewesen? Ja, die Bucht von Tunis. Die Bucht von Tunis, natürlich. Wir nehmen es mit Humor. Ich finde es ganz toll, wie du das machst. Und vor der finalen Runde steht es 10-0 für unseren Erdkunde-Profi. Wir kommen zum Buzzer. Bier nachher auf dich dann, ne? Du hast es gehört. Alles klar. Hörst du, was die Dame sagt? Nach dem Oberstar. Nach dem Oberstar. Ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Es ist wirklich einfach. Ich stelle euch Fragen und ihr müsst dann bitte, sofern ihr es wisst, buzzern. Solltet ihr gebuzzert haben und an der Reihe sein, bitte ich euch, die richtige Antwort zu geben. Sollte die Antwort nämlich falsch sein, bekommt der Gegner bzw. die Gegnerin einen Punkt. Soweit alles klar? Ja. Ja? Taktisch auch ein bisschen dran denken, dass du hier natürlich noch mal einige Punkte machen kannst, wenn du schnell bist. Okay? Und dann natürlich lieferst. Hände genau. Bitte nicht auf den Buzzer, bitte daneben. Ich komme zur ersten Frage in Runde 5, unserem Buzzer. Welche afrikanische Stadt hieß bis 1966 Leopoldville? Kinshasa. Da hätte ich auch nicht drücken müssen. Was hätte ich sagen? Das hätte ich... Das ist leider korrekt. Punkt. Für unseren Erdkunde-Profi, Punkt für Sebastian. Nach Leopold. Nächste Frage. Welche ist, gut zuhören, nach Einwohnern, nach Melbourne und Sydney die drittgrößte Stadt Australiens? Komm, das weißt du. Willst du probieren? Nee? Drück. Ich weiß es nicht. Das ist immer mal so ein bisschen, kann man sich verschätzen. Ich rate jetzt einfach eine von den 3, die mir einfallen und würde sagen Brisbane. Eine sehr schöne Stadt, ich bin auch schon dort gewesen und das ist leider korrekt. Du bist ganz schön parteiisch. Ja,
Aus vielen Gründen, weil es wirklich echt hart ist in dieser Runde und ich einfach hoffe, dass du noch auf den einen oder anderen Punkt kommst. Aber ich kann leider aus Gründen der Neutralität nicht viel tun. Ich finde jetzt so schlagzeilenmäßig macht sich doch so ein Nullergebnis hinterher doch deutlich besser, oder? Medienprofi, ja, ne? Medien. Aber bitte nicht darauf spielen. Wir schicken dich gleich ins Interview im Anschluss an diese Sendung. Wir kommen zur nächsten Frage. Gut zuhören. Welche drei Länder grenzen an den Golf von Mexiko? Drei Länder. Darf ich jetzt bei der Karte da abgucken? Du kannst alle Utensilien nutzen, die dir hier im Sichtfeld gegeben sind. Nee, dann probiere ich es einfach mal. Also offensichtlicherweise Mexiko. Das ist schon mal korrekt. Dann USA. Das ist auch korrekt. Und jetzt ist halt die Frage, wie weit der Golf von Mexiko eigentlich geht. Ne? Aber ob er bei Yucatan jetzt aufhört und so. Aber ich sage jetzt einfach mal, warum sollte da nicht noch Kuba drin liegen? Das sagt er jetzt einfach sagen? So mal. Was soll hat man er, sagen? Hat er sich so gedacht? Es ist natürlich korrekt. Meine Güte. Jana, was soll ich sagen? Du brauchst, lies die Frage vor, hau raus, komm. Ich mache es jetzt kurz. Die Schmach ist meine. Nächste Frage, auf welchem Kontinent liegt französisch Guyana? Ich habe noch nie davon gehört, das ist der Traurige. Können ja jetzt raten. Aber ja, das können wir. Aber können wir auch lassen. Weiß ich nicht. Mach es kurz und schmerzlos, du darfst drücken, ich nehme an, du weißt es. Südamerika. Das ist korrekt. Punkt für Sebastian. Nächste Frage, es ist die vorletzte Frage. Wie heißt der höchste Gipfel der Schweiz? Der höchste, was ist der Gipfel. Unterschied zwischen Gipfel und Berg? Das habe ich mich eben auch gefragt. Da bin ich jetzt auch, das, manchmal verwechsel ich das mit dem Zweiten. Das ist wenn aber sehr schwer. Aber dann, wie definiert sich der Gipfel? Die Führerspitze? Das ist richtig. Okay. Also es geht darum, dass nicht ganz klar ist, ob der höchste Berg der Schweiz ausschließlich in der Schweiz steht und man sich deswegen nicht ganz einig ist, ob dieser Berg, der eventuell dann höher ist als die Dafur-Spitze, deswegen hat man gesagt, ist es nur in diesem Fall der Gipfel, nach dem wir gefragt Hätte haben. Hätte ich das natürlich gewusst, also dann. Ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht mehr entscheidend sein wird, leider. Letzte Frage. Welche Autobahn verbindet München und Stuttgart auf direktem Wege? Leute, ich fliege, ich weiß es nicht. München, Stuttgart, was ist das? Ich bin passionierter Bahnfahrer. Gib mal ein paar rein. Also jetzt warte mal, in Bremen, also ist das jetzt R2 oder so? Ich habe keine Ahnung. Die ist weiter oben. Ist auf jeden Fall gerade, Ist auf jeden so Fall viele gerade. A2, A7, A7 ist es nicht, weil das ist Bremen. A1 ja, das geht auch runter. Was kommt denn nach der A7? A8. So, damit haben wir doch den Ehrenpunkt. Natürlich gibt es die A8 zwischen München und Stuttgart. Und damit haben wir den Ehrentreffer. Meine Güte, was für eine Runde, die hier zu Ende geht. Unser Erdkundeprofi in absoluter Höchstform. Leider muss man an dieser Stelle sagen, ich präsentiere euch das Endergebnis. Es sind dann doch 15 Punkte für dich, lieber Sebastian. Sensationell. Meinen größten Respekt an dieser Stelle. Ein Punkt. Nee, Jana. Komm, den will ich jetzt auch nicht mehr. Den kriegst du von uns. Abschließend hast du wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Ja, es war sehr unterhaltsam. Ja? Danke. Gehst du mit einem guten Gefühl nach Hause? Ja, also ich werde mir auf jeden Fall nachher erstmal Oberster kaufen. Und das Bier geht auch nicht. Es ist schön, dass du trotzdem eine gute Zeit hier bei uns hattest. Und ihr seht, der Erdkunde-Profi ist in bestechender Form. Und ich bin natürlich großer Hoffnung, dass unsere nächsten Kandidaten es dann schaffen, ihn endlich mal zu besiegen. Also schaltet unbedingt ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt, wer schlägt den Erdkunde-Profi? Vielen Dank fürs Zuschauen.